So, damit hat der Marathon dann jetzt ein Ende, nämlich wir sind jetzt bei der letzten Aufgabe. Und was müssen wir dann machen? Durchsuche Truhen im Verlauf eines Matches. Also wir müssen genau 5 Truhen in einem Match aufmachen. Klar, die meisten werden das hinkriegen, auch ohne meine Hilfe. Aber ihr wisst ja, wir haben auch kleinere Zuschauer. Denen muss ich das halt auch sagen. Und wenn du komplett neu auf meinem Kanal bist, wir haben Custom Games mit Preisgeld, Skin-Verlosungen und noch weitere Dinge. Also, auf meinem Kanal findest du halt, wie gesagt, alle Missionen, die so anstehen oder die seit Season 10 da waren. Erstmal Gruß an alle, die jetzt schon abonniert haben. Wenn du auch bei den Custom Games mitmachen willst, mit Preisgeld, wie gesagt, gern Abo da lassen. Glocke aktivieren deshalb, weil die neuesten Informationen sind immer im Shop-Video morgens drin. Also das ist wirklich das Wichtigste. Wenn du einen Skin haben willst, auch da drin wirst du herausfinden, ob wir einen verlosen oder nicht. Das hängt wie immer ab von meinen V-Bucks. Wir haben jetzt 530 V-Bucks. In Rette die Welt werde ich natürlich wieder V-Bucks sammeln gehen. Da werdet ihr im Shop-Video auch erfahren, ob es neue V-Bucks-Missionen gibt. Also das Shop-Video wird schon interessant werden jeden Tag. So, wenn du wissen willst, was du noch machen musst, dann gibt es nur noch eine Sache, die du wissen musst, nämlich mir bitte eine Freundschaftsanfrage schicken. An yt-family-hack. So, dann auf Absenden. Und warum sollst du das bitte machen? Zeige ich dir natürlich auch ganz schnell. Ganz einfach, wir müssen 48 Stunden befreundet sein, damit ich dir ein Geschenk kaufen kann. Sagen wir jetzt einfach mal, jetzt wäre es Skin-Verlosung, du hättest gewonnen und dein Name wäre Aikido. Dann siehst du, hier kann ich draufklicken, wie ich will. Hier kann ich nichts machen. Hier schon, aber wie gesagt, hier leider nicht. Das liegt daran, dass ich mit Aikido noch keine 2 Tage befreundet bin, also kann ich leider auch kein Geschenk verschicken. Was bedeutet das? Schick deine Freundesanfrage so schnell wie möglich raus. Ich hole sie natürlich so schnell wie möglich auch an. Und das war eigentlich, was das betrifft. Dann nochmal an alle Unterstützer: gerne meinen Creator-Code eintragen. Guckt drauf, dass er bitte immer drin ist. Weil ruckzuck ist er draußen. Bei mir wurde er heute auch nämlich auch aktualisiert. Da stand nämlich auf einmal kein Creator-Code. Mitten im Video, ich so, da steht ja gar nichts. Also immer mal wieder nachgucken. Weil wie gesagt, nach 2 Wochen geht der gerne wieder raus. Dann, was die Custom Games betrifft, die enden am Sonntag. So ist derzeit Stand der Dinge. 14 Siege hat Coco, 8 Siege hat Schlips, 4 Siege hat Melosch. Yasin hat auch 4 und so weiter. So, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt mal langsam rein in die Aufgabe. Ich mache das Ganze in Gruppenkeile, weil da haben wir einfach unsere Ruhe. Wenn ihr das in Solo macht, klar, jetzt findet da auch eure 5 Kisten. Aber ich sage ganz ehrlich, Gruppenkeile ist einfach, was Aufgaben betrifft, das Einfachste. Und ihr seht hier schon hier den neuen Ladebildschirm. Bin halt echt mal gespannt, was hier alles noch auf uns zukommt. Das Tor ist zum Beispiel hier. Dann sehen wir hier irgendwie wie so ein Labor oder keine Ahnung, irgendwelche Zeichnungen. Hier sehen wir den Flabber. Hier oben das Zeichen. Ne, das war die Sonnenuhr, die hatten wir glaube ich schon. Aber wir müssen einfach mal abwarten, was da jetzt noch auf uns zukommt, weil wie gesagt, der Battle Pass geht noch bis Anfang Februar. Aber ich denke mal, die Zeit werden wir auch noch rumkriegen bis zum neuen Battle Pass. Und dann schauen wir einfach mal. So, wo landen wir denn jetzt? Die Frage ist, wo werden die meisten landen? Weil wir müssen natürlich irgendwo landen, wo wir ganz easy 5 Kisten aufnehmen können. Aber wir landen in Lazy Lake, weil da habe ich eh noch die Tagesaufgabe. Und dann habe ich die nämlich auch schon mal weg. So, gehen wir direkt runter. Ich hoffe halt nicht so viele fliegen mit uns. Weil Lazy Lake lohnt sich eigentlich überhaupt nicht, weil da nichts ist, was Aufgaben betrifft. Außer halt, wenn überhaupt die Tagesaufgabe. Aber die wechselt ja eh jeden Tag. Ich denke mal, hier werden wir definitiv unsere Ruhe haben und wahrscheinlich auch dann Level 174 erreichen. So. Zack, zack, zack. Ich hoffe mal, ich lande hier allein, dass ich mich die Kisten schön alleine öffnen kann. Aber ich glaube, irgendeiner war schon bei uns. Yep. Grüße gehen an der Stelle raus. Warum landen hier denn so viele? Oh, das wird ja wieder nervig. Ja, Gierhammel, wirst schon deine Kisten bekommen. Die Leute, die kennt ihr die Leute, die Angst haben? Oh ne, der kann eine Kiste von mir aufmachen. So, da haben wir schon die erste. Aber wir haben jetzt selber nämlich auch keine Zeit, weil wir eben Kisten aufmachen müssen.
So, gucken, ob hier auf der Etage noch was ist. Aber Munitionskisten helfen mir auch, zumindest mal was die Tagesaufgabe betrifft. Ach, Gegner kommen auch noch hier hin. Ja, eieiei, wie kann man so gierig sein? Als gäbe es in dem ganzen Spiel gleich keine Kisten mehr. Wo ist die Kiste denn versteckt? Und da wird wieder eine angezeigt, die noch nicht mehr da ist. Ah, doch, hier unten. Ah, da war es schneller. Ja, klar, natürlich klaut er mir die Pump. Er muss erstmal die Munition wegballern. So, ich glaube, hier hinten war überhaupt keiner gewesen. Das Häuschen lassen wir auch mal außen vor. Oh, wieso ist denn jetzt hier ein Gegner? So, die Tagesaufgabe haben wir damit auch schon mal fertig. Ah, doch, irgendeiner läuft hier drin rum. Habt ihr gesehen, die Lags? Das ist doch abartig, echt. So, wo landen wir jetzt? Pleasant Park, würde ich sagen. Oder? Ne, Quaggy. Quaggy müsste eigentlich auch keiner sein. Ich hoffe auch keine Gegner. Wie viele Kisten haben wir jetzt? 3. Also wie ihr seht, ist es auch nicht ganz so leicht, wenn ihr keine Ruhe habt. Und schon gar nicht, wenn es leckt. So, damit haben wir Kiste Nummer 4. Zack, Munition haben wir diesmal auch genug, nicht wie die letzten paar Runden. Also wie gesagt, bei Gruppenkeile holt euch da echt genug Munition mit. Ihr könnt da nie genug Munition haben. So, gerade mal die Minis holen. Und 100 Level. 100? 100 Level, ja. 100, Level 174. Man kennt ihn. So, zack. Zack. Ach, holen wir die Minis mal mit, auch wenn ich sie wahrscheinlich wieder nie benutzen werde. Aber wir haben gesehen, keine Scar gefunden, nichts. Einfach nur random Kram. Wir sind eigentlich ziemlich nah am Wasser. Ich bin gerade am überlegen, ob wir stattdessen die Harpune mitnehmen. Vielleicht haben wir Glück am Wasser. Aber ihr kennt mich, ich brauche hier die taktische. Mit der normalen geht überhaupt nichts. Aber ich glaube, hier rennt irgendwo noch ein Gegner rum. Na komm, wo versteckst du dich? Da haben wir noch eine Falle, aber Falle wollen wir jetzt nicht. Wir wollen eine gute Waffe ziehen. Ja, Handy, wir kennen, hören dich. Ah, toll. Ist jetzt nichts, was mich unbedingt umhaut. Gerade mal gucken, ob wir hier noch was haben. Weil wir brauchen ja immer noch den goldenen Fisch. Vielleicht haben wir Glück, wenn wir einfach mal eine Aufgabe machen und dann finden wir ihn. Nur ich weiß gar nicht, ob der jetzt hier im normalen Modus wieder zu finden ist oder ob immer noch das Fisch-Event da quasi gilt. Diese Tarnung, oh, ich liebe sie. Ich glaube, ich habe es gefühlt in jedem dritten Video gesagt. So. Hier ist aber auch keiner, der irgendwie versucht, die Wasseraufgabe mit dem Schaden zu machen. Also die war nervig. Das Lustige ist, danach bin ich nochmal in die Runde gegangen. 120 Schaden, ich glaube, in den ersten 3 Minuten. Also manchmal hängt man eine Aufgabe ewig und auf einmal klack, ganz einfach. So, gucken wir mal, ob wir hier noch einen Gegner finden, weil ein bisschen Action wollte ich natürlich schon noch haben für euch. Aber sieht irgendwie schlecht aus. Hier geiert auch keiner rum. Also in der letzten Runde war hier im Wasser die Hölle los. Mal gucken, ob wir da noch mit hoch können. Ja, wo sind denn die Gegners? Zeigt euch doch mal. Ah, hier war auch viel los.
Ah, hier haben wir noch ein. Oh, hier haben wir sogar zwei Sachen noch zum Angeln. Wie gesagt, ich gebe die Hoffnung nicht auf, was den goldenen Fisch betrifft. Ich habe auch bis jetzt noch keinen gehabt, der mir sagen konnte, ja, ich hatte ihn. Ja, das war es an der Stelle wieder komplett. So, dann machen wir gerade noch die drei Versuche und dann würde ich sagen, war es das eigentlich auch schon wieder. Weil Gegner finden wir anscheinend keine. Dann den goldenen Pokal leider auch nicht. Aber ihr habt ja gesehen, einfach 5 Truhen aufmachen in der Runde und dann ab das auch da schon das Ganze. Wir finden hier wieder nur Fische. Hier war schon einer. Na komm, ein Kill will ich jetzt noch haben. Natürlich krieg ich den Kill geklaut. Das war's ja wieder komplett. Hast du noch geholfen, meinen Vorräten runterholen? Hätte er sonst nicht alleine geschafft. Geiert er denn rum? Natürlich. Immer wenn ich gerade anvisieren will, kommt der Kill. So, aber wie gesagt, einfach 5 Truhen öffnen, dann habt ihr das Ganze. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, einfach ein Abo da lassen. In dem Sinne würde ich sagen, bis morgen dann und schlaft gut, haut rein.